Ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema systemisches Talentmanagement mit Think Simple. Mitgebracht haben wir heute drei Bereiche, die wir Ihnen gleich in einer kurzen Agenda auch vorstellen möchten. In 30 Minuten zeigen wir Ihnen, wie das brisante Thema Talentmanagement zum einen praktisch von uns so analysiert wird, dass es objektiv und diskriminierungsfrei ist. Meine Person ist Katrin Grossmann. Ich bin Co-Founderin von Think Simple und zuständig hier für das Marketing. Und mitgebracht habe ich meinen Kollegen bzw. Gründer von Think Simple, den Herrn Dr. Karl Maria de Molina. Und in diesem Sinne stellt sich vielleicht auch ganz kurz Herr Molina vor. Und ja, dann starten wir auch. Ja, besten Dank. Grüß Gott auch von meiner Seite aus dem sonnigen Süden. Vorhin war die Rede von Südtirol, ist sonnig, bei uns durch Föhn ist meistens auch sonnig, nur heute, Gott sei Dank, regnet etwas, damit die Natur etwas davon hat, im Sinne von Greta Thunberg. Ja, Talentmanagement, Katrin hat mich vorgestellt, ich bin Gründer, ich lehre an der Uni in Nürnberg und nächstes Jahr gibt es auch weitere Lehraufträge in diversen Universitäten zu dem heutigen Thema. Und zwar, es geht dabei bei den Vorlesungen über Kompetenzen, über Persönlichkeit und Motive. Und das ist eigentlich das, was der systemische Ansatz von uns, von Think Simple, ausmacht. Okay, genau, perfekt. Ja, das ist die Agenda. Ich würde gerne zunächst einmal aktuellen Studien vorstellen. Es gibt viele davon, wir haben nur eine kleine Auswahl. Weil wir haben ja Fachkräftemangel. Das heißt, man findet ja nicht alle Mitarbeiter, die man bräuchte. Deswegen muss man praktisch die, die man da hat, gut pflegen, binden und entwickeln. Und das ist möglich. Dann zeigen wir, welche Methoden es überhaupt gibt im Talentmanagement, so einen kleinen Überblick. Dann präsentieren wir, wie wir bei Think Simple das Thema angehen, wie wir mit unseren Kunden dieses Thema lösen. Dann ein paar Takeaways und dann haben wir einen Schmankerl vorbereitet. Und zwar, Sie können auch in unserer Software das Ganze kennenlernen und selber sich einen Eindruck davon machen. Gut, was ist Talentmanagement? Es gibt ja verschiedene Definitionen. Hier haben wir jetzt von Wikipedia genommen. Im Wesentlichen geht es darum, die Kompetenzen, die Fähigkeiten, die Attribute von Menschen praktisch herauszufinden, wer sind die High Potentials, die unser Unternehmen nach vorne bringen können, wer sind die, wo sind sie, wo werden sie gut platziert, wo könnten sie ihre Fähigkeiten zur Entfaltung bringen. Und letztendlich geht es immer praktisch darum, diese Menschen in kritische Rollen zu bringen, das heißt in Schlüsselpositionen zu bringen, wo sie den Mehrwert generieren können. Wir können sagen, okay, wir stellen dich praktisch in die Ecke, mach was. Das würde nicht greifen, das würde zu Unterforderung und zu Fluktuation führen. Das heißt, geht es darum, die Passung, wie es schon heißt, die Passung zwischen den Kompetenzen und den Anforderungen. Und auch letztendlich über die Orga, das heißt, dass das Umfeld, das Führungsprinzip funktioniert. Okay, ja, schauen wir mal die Maus, genau, perfekt. Ja, ich hatte erzählt von mehreren Studien, hier sehen wir einmal von Boston Consulting, da sehen wir schon, die meisten sind von 2021 oder hier von dem Bundesverband der Personalmanager, das ist von vorigen Jahr, sehr topaktuell, in allen geht es darum, wie kann ich die Talente herausfinden? Was wollen die eigentlich, die Talente? Weil ab und zu sind wir sehr top-down. Wir sagen, okay, lieber Talent, ich habe dich gefunden, jetzt habe ich einen Plan für dich. Und wir werden feststellen, dass die damit nicht einverstanden sind. Die sagen, okay, ich will auch meinen eigenen Plan entwickeln. Das heißt, individualisierte Danke. Entwicklung. Und ich war dabei ja vorhin von der Business, von der Boston Consulting. Wir sehen praktisch das Thema Talent Acquisition, hatte ich schon davon geredet, das heißt die richtigen letztendlich dann finden und managen praktisch und letztendlich herausfinden, welche die sind von den gleich mal 10, 20, die ich als Bewerber habe,
welche davon sind die passenden, die besseren. Und dann, wenn die Talente schon im Unternehmen sind, als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, irgendwo in einer Position, bis sie letztendlich rausfinden. So, dann haben wir, ich hatte schon erwähnt, diverse Studien, unter anderem von Kinbaum. Und Kinbaum hat tatsächlich festgestellt, was im Grunde genommen jeder von uns weiß, aber das ist jetzt ein Schwarz auf Weiß, dass der Erfolg eines Unternehmens von den Talenten abhängig ist. Klar, wie viel, in welchem Umfang, wo sollen sie platziert sein und so weiter. Aber das wissen wir alle, dass nur motivierte und kompetente und letztendlich agile Menschen das Unternehmen voranbringen. Letztendlich, das ist der Wunsch, dass alle Mitarbeitenden diese drei Attribute haben. Aber letztendlich, das gilt auf jeden Fall für die Talente. Danke. Gut, und jetzt haben wir wiederum von Kinbaum, nicht interessanter hier, drei haben wir Säulen. Einmal 83%, das ist eine große Anzahl der Personale, erkennen die Dringlichkeit. Wie immer so ist, Wunschvorstellung ist, wird aber realisiert, kaum. Ja, nur die Hälfte. Aber das kommt es jetzt, dass die Talente sind eigentlich damit nicht zufrieden. Das heißt, es genügt nicht, irgendetwas zu tun, sondern entscheidend ist, tue ich das Richtige als für das Talentmanagement. Und zwar geht es darum, auch innovativ zu sein. Das heißt, welches Verfahren wird angewendet? Zum Beispiel bei der zweiten Position, jedes Drittunternehmen hat intelligente Karrierepfade. Es geht nicht nur darum zu sagen, okay, der nächste Schritt ist Gruppenleiter, der nächste ist Abteilungsleiter. Das ist out. Das war früher so. Ja, ich kenne das von der Automobilindustrie. Früher gab es unheimlich viele Schritte. Das heißt, es war Gruppenleiter, dann Hauptgruppenleiter, dann Abteilungsleiter, dann Hauptabteilungsleiter, dann Bereichsleiter und dann Direktor und so weiter und so fort. Ja, alles Mögliche. Aber letztendlich, was sich die Talente wünschen, ist eigentlich eine Vielzahl an Möglichkeiten. Das werden wir nachher in der Folie zeigen von der Firma Aon, die Sie sicherlich kennen, wo sie zeigen, dass es nicht nur diese lineare Karriere gibt, sondern praktisch eine vielseitige Karriereoptionen. Die Talente meinen, die können eine Entwicklung praktisch meiner Karriere auch mitplanen können. Das heißt, das ist eine kleine Warnung an uns im Personalwesen, dass wir praktisch auch laufen lassen. Dass wir die Tools bereitstellen, den Rahmen definieren, aber letztlich, dass die Damen und Herren praktisch das selbstständig gestalten. Und damit zeigen wir das, was ich erwähnt habe, früher ganz links praktisch die Lineare, was ich vorhin sagte, von Gruppenleiter, Hauptgruppenleiter und so weiter. Und ganz rechts, wir haben ein Mosaik an Möglichkeiten. Das heißt, nicht jeder ist auch geeignet für eine Führung, aber gute Leute sind geeignet für eine Beförderung. Und eigentlich müssten wir in der Lage sein, jedem im Unternehmen auch eine Position zu bieten, wo er oder sie sagt, okay, ich fühle mich wohl dabei. Ich fühle mich auch gewertschätzt. Das ist der entscheidende Punkt. Fühle ich mich als Person angenommen? Sind meine Kompetenzen, werden die geschätzt? Wird meine Motivation geschätzt? Ja, und dann ist das so, dass auf der linken Seite sehen wir eigentlich die Aufgaben, die im Talentmanagement zu bewältigen sind, entdecken zunächst einmal. Es gibt dazu, nachher erwähnen wir einen Workshop, wo wir darüber sprechen, gewinnen, klein Recruiting, habe ich erwähnt, nachher entwickeln. Und das ist eine dauernde Aufgabe und das ist eigentlich gilt für jede Person, nicht nur die sogenannten Talenten, sondern auch für jeden. Dann fördern, dann das Thema platzieren, die Richtigen am richtigen Platz und binden. Und beim Thema Binden würde ich gerne unten praktisch kommentieren. Wir sehen oben das Thema analoge Methoden, das sind praktisch, wo ich sage, okay, das sogenannte Nasseneffekt. Ja? Ich habe Interview, ich habe das Gefühl, sogenannte subjektive Bewertung. Ich versuche es objektiv zu machen, aber ich bin ja Subjekt, ergo ich bin subjektiv. Und dann war zum Beispiel beim Thema Binden. Bei analogen Methoden
da ich die Personen eigentlich nicht gut kenne, sage ich, okay, wir haben Benefits. Wenn ich eine digitale Methode habe, dann habe ich die Möglichkeit, das sogenannte Präferenzenprofil, die Motive, die Werte. Das heißt, ich kann für diese Person viel besser die Benefits herausschneiden. Und das kann sein, zum Beispiel, was heute mittlerweile Standardtechnik ist und Homeoffice, und, aber auch partizipative Führung. Dass ich zum Beispiel eine Projektleiterfunktion übernehmen will, dass ich mitentscheiden will und so weiter und so fort. Das sind Bindungsmöglichkeiten. Weil ich entscheiden will, darf ich aber nicht. Und wer hat mich gefragt, ob ich entscheiden will? Und am Ende Hybridmethode, die Mischung macht es. Letztendlich meine subjektive Bewertung, meine Nase, mein Gefühl, diese Person gefällt mir, diese Person hat Potenzial, muss ich paaren mit einem Big Data, wo ich praktisch zwar viel Information über diese Person habe, aber das ist zunächst einmal eine anonyme. Ja, ich transparent, ich systemisch, aber letztendlich, das ist nur letztendlich Big Data und deswegen die Mischung aus den beiden macht es. Wir haben also jetzt gesehen, wie Talentmanagement sich sozusagen auch in den Studien und in den unterschiedlichsten Punkten entwickelt hat oder auch in unterschiedlichsten Punkten überhaupt erstmal eine Relevanz bekommen hat. Im nächsten Teil würde ich gerne konkret darauf eingehen, was macht ein Talent aus und wie kann man ein Talent tatsächlich identifizieren, das heißt systemischen Ansatz, den wir ja in diesem Webinar auch angekündigt haben mit digitaler Methode. Auch ich habe versucht, mal zu eine Definition zu finden, damit wir über das Gleiche reden, was das Stichwort Talent betrifft. Und war doch ein bisschen enttäuscht, dass ich im Grunde genommen nur etwas bekommen habe mit, ein Talent hängt immer im Kontext der jeweiligen Aufgabe ab, ob es ein Talent ist oder nicht. Und das Beste, was ich gefunden habe, habe ich heute hier mitgebracht von WEKA, noch gar nicht so lange her, 2018. Denn die haben eine Gemeinsamkeit gefunden, auf die ich tatsächlich besonders bei dem folgenden Analysieren von Talenten sehr viel abgewinnen kann. Talente haben eins gemeinsam, sie haben Anlagen. Ich finde es auch gut, dass man hier von Anlagen redet, weil man nämlich verschiedene Sachen betrachten sollte, die nur dann, wenn sie unter besonderen Bedingungen innerhalb eines Unternehmens aktiviert werden, auch herausragende Leistung bringen können. Und Leistung ist bei uns im per se ja auch die Performance. Und unter diesem Aspekt und unter diesem gleichen Definitionslevel gehen wir tatsächlich einzelne Talente innerhalb eines Unternehmens genau aus dieser Runde an. Erstmal muss ich mir Gedanken machen, was ist ein Talent? Ein Talent ist eigentlich jeder, der eine bestimmte Rolle besonders gut kann, weil er die Anlagen dafür mitbringt. Ein paar grüne Punkte mitgebracht und ich denke, diese grünen Punkte, die symbolisieren das, was wir tatsächlich im HR-Bereich oder als Führungskraft begegnen. Wir entdecken bestimmte Positionen oder wir möchten bestimmte Positionen besetzen, wissen aber nicht, welches Talent zu dieser Position am besten passt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kenne kaum ein Unternehmen, weder aus meiner eigenen Zusammenarbeit als Beraterin noch in meiner früheren Position als Führungskraft, wo ich die Chance hatte, eine Wissensinventur durchzuführen oder eine Talentinventur durchzuführen. Und ich glaube, dass das aber die Grundhausaufgabe ist eines jeden Unternehmens, um zukünftig überhaupt bestehen zu können. Das ist das Erste, die Organisation abzubilden, die möglichen Positionen abzubilden, also ganz stupides, ich sage es jetzt mal, Org-Management vorzunehmen, um dann daraufhin tatsächlich auch Talente zu analysieren. Deshalb habe ich diese Visualisierung auch mitgebracht, denn es macht es auch einfach einzusteigen. Wie gehen wir hier in diesem Bereich vor, wenn wir diese Talente identifizieren wollen? Und wir haben uns in der systemischen Diagnostik auf drei Bereiche konzentriert, nämlich auf das Können eines Talents, das sind die Anlagen, aber auch auf das Wollen eines Talents, das sind sozusagen die Motive, bis hin zu auf das Dürfen eines Talents, also in dem Falle auch das Brauchen, nämlich das Umfeld. Und wir haben hier eine ganz einfache Skizze, die das ziemlich gut visualisiert. Wenn wir sagen, wir wollen ein Talent identifizieren, dann dürfen wir zum einen den Kopf betrachten. Was kann sie aus der fachlichen Sicht beziehungsweise aus der Soft-Skill-Kompetenz-Sicht?
Dann sehen wir das aus dem Herzen, was will diejenige? Dann sehen wir das aus der Persönlichkeit, was bringt derjenige von Natur aus an Persönlichkeit mit? Und last but not least, wie funktioniert sozusagen das Talent im Umfeld einer Organisation am besten? Das heißt, was braucht es, um das Maximale an Potenzial entfalten zu können? Diese einfache Grafik übersetzen wir im Grunde genommen mit folgenden Methodiken. Wir haben ja vorhin schon erkannt, dass es digitale und analoge und hybride Methodiken gibt. Wir setzen hier bei Think Simple auf eine digitale Methodik, die eine Mischung aus Fragebögen und künstliche Intelligenz hat. Das heißt, im ersten Bereich des Könnens setzen wir hier auf den Personality Fit mithilfe einer KI. Und das erkläre ich ganz kurz, wenn wir soweit sind, in dem nächsten Part, mithilfe einer KI, sowohl den Big Five-Bereich, also die Persönlichkeit und die Eigenschaften. Wir können aber auch Emotionen rauslesen. Das ist sozusagen, wenn ich mal so liebevoll sagen darf, ein Abfallprodukt, um Identifikation von emotionalen Zuständen von Talenten noch mitlesen zu können. Ebenfalls auch ein Sprachstil, was die jeweilige, das jeweilige Talent dann sozusagen aktuell auch an Überzeugungs- und an Kommunikation mitbringt. Und im Können haben wir ja vorhin schon gelernt, geht es auch um Kompetenzen, das wir wiederum kombinieren mit Fragebogensystematik. Das Wollen, das sehen wir in einem Cultural Fit. Das heißt, wir versuchen die Motive möglichst über einen Kulturfit drüber zu legen, um zu erkennen, was für Werte und Präferenzen hat denn eigentlich das Talent, um es auch wirklich wollen zu, also die neue Position oder die neue Entwicklung wollen zu können. Und last but not least, das Dürfen, das analysieren wir ebenfalls mit der Hilfe von Fragebögen, von digitalen Fragebögen, die wir dann tatsächlich umfeldtechnisch betrachten. Manche würden sagen, auch eine Prozess- und Führungskräftefokus, weil das tatsächlich im Orga-Fit natürlich auch eine große Rolle spielt. Liebe Zuschauer und liebe Zuhörer, wir haben hier tatsächlich auch Sollwerte in diesen jeweiligen Methodiken hinterlegt. Es ist aber immer so, dass ein Unternehmen ja individuelle Beispiele nimmt. Das heißt, wenn ich sage, mein Orga-Fit entspricht innerhalb der Vertriebsbereich diesen oder innerhalb des Marketingbereichs diesen oder innerhalb des Produktionsbereichs diesen, dann kann man das tatsächlich hinterlegen. Insofern will ich das hier nochmal kurz kundtun. Alles das, was wir an Diagnostik durchführen, ist so flexibel, dass es eigentlich im Grunde genommen auch an Ihr Unternehmen angepasst werden kann. So, und jetzt haben wir sozusagen die Übersicht. So komme ich jetzt auch ganz konkret mit einem Beispiel, das Können 1 von 2, das heißt, sich die Personality bzw. die Eigenschaft anzuschauen. Wie machen wir das? Wir machen das ganz einfach. Wir geben jedem Talent, ob es ein Kandidat ist oder ein Mitarbeiter, die Möglichkeit, 10 Fragen zu beantworten. Diese 10 Fragen können Sie selber bestimmen. Das spielt auch keine Rolle, was Sie fragen. Es spielt die Rolle, wie Sie antworten und welche Wortwahl Sie benutzen, beziehungsweise mit was für Mimiken und Gestiken Sie dann unterwegs sind. Und aus diesen 10 Beantwortungen der Fragen können Sie Videos mithilfe von künstlicher Intelligenz analysieren lassen und sich ein Big Five-Modell als Ergebnis geben lassen. Dieses Big Five-Modell, wir sprachen vorhin davon, dass Talente bestimmte Eigenschaften mitbringen sollten, also Anlagen, haben natürlich dann in diesem 5er Big Five-Modell auch verschiedene Ausprägungen. Und diese Ausprägungen sind tatsächlich schon in erste Indizien für das Können, wenn wir bestimmte Jobrollen oder bestimmte Talente identifizieren wollen. Ich gebe ein Beispiel. Wir haben hier auf der linken Seite die Frau, die sozusagen die grüne Farbe hat. Wir haben auf der rechten Seite die Frau, die eine graue Farbe hat. Das können auch zwei gegenübergestellte Talente sein, wo man sich nicht sicher ist, wer hat sozusagen welche Attribute. Und Sie sehen schon anhand der Ausprägung, dass zum Beispiel die braunhaarige Frau, die in der Offenheit wesentlich interessierter wirkt. Wir würden den Grad der Innovation gerne aber hier sehen und keiner der Talente sozusagen aktuell zumindest das Potenzial mitbringt, dies aus ihrer Eigenschaft oder aus ihrem Big Five-Modell so stark ausgeprägt mitzubringen.
An der Stelle soll auch nochmal gesagt sein, das Gesamtergebnis kann tatsächlich nochmal mit verschiedenen Stufen verglichen werden. Heißt, ein Talent ist heute da mit diesem Eigenschaftsprofil. So ist es. Letztendlich will ich sehen, wie dieses Talent theoretisch in einer neuen Hierarchieebene oder auch in einer neuen Bereichsebene oder auch in einer neuen Position funktionieren kann. Das heißt, ich kann tatsächlich hier mit einem Pull-Down-Menü auf verschiedene Bereiche nochmal vergleichen. Also wie würde sich meine Top-Talent im Vergleich auf einer Hierarchieebene der Führungskraft im Vergleich darstellen lassen? Und dann würde ich hier sozusagen nochmal eine ganz andere Ausprägung bekommen. Wie sich ein Talent innerhalb der Führungskraft tatsächlich ausgeprägt verhält. Das heißt, wenn wir als Führungskraft hier eine Führungskraft hinterlegen, vielleicht aus München oder aus Berlin, dann würden wir tatsächlich ein anderes Verhältnis hier sehen. Also meine Führungskräfte sind per se durchschnittlich bodenständig und mein Top-Talent bringt sozusagen eine übermäßige Interessiertheit mit. Das heißt, es hat einen höheren Ausschlag beispielsweise. Das könnte dann am Ende der Reise für die Führungskraft, für Sie als Ergebnis rauskommen. Sie haben selbst die Möglichkeit, das auf Hierarchieebene zu machen, Führungskraft, auf Bereichsebene zum Beispiel. Was wäre, wenn ich dieses Talent jetzt aus einem Bereich rausnehme, zum Beispiel Beschaffung, und rüberziehe in die Verwaltung oder ins Management? Das wären dann zwei verschiedene Bereiche, oder Sie können das tatsächlich sogar auf eine Positionsebene sehen. Beispiel, ich bin jetzt im Vertrieb, im Key Account und soll sozusagen die Teamleitung übernehmen. Dann haben wir sozusagen auch eine spezielle Systematik und können das sozusagen vergleichen auf einer Positionsebene. Ja, das wäre der erste Teil. Der zweite Teil, das Können tatsächlich über Think Simple ein Talent wahrnehmen lässt, ist der Jobfit. Dafür habe ich sogar zwei Grafiken mitgebracht. Wir geben das Augenmerk mal auf die linke Grafik. Die linke Grafik ist das Ergebnis der Befragung durch des Fragebogens. Wir arbeiten hier aktuell mit dem Erpenbeck-Modell. Das heißt, wir sind auf der Methodenkompetenz, auf der sozialen Kompetenz, auf der personalen Kompetenz und auf der aktionalen Kompetenz, können also noch sogar filigran runter deklinieren, was derjenige oder das Talent mitbringt. Ihr Augenmerk sollte hier auf zwei Bereiche liegen. Als Führungskraft bzw. als Vorgesetzter sehen Sie hier in diesem grünen Bereich anhand des Jobfits, wo der oder das Talent tatsächlich in den Kompetenzbereich, aber auch im Anforderungsbereich auf die spezielle jetzt sitzende Rolle ihre jeweiligen Stärken mitbringt. So. Da würde ich mal sagen, mache ich einen Haken dran, kann ich tatsächlich vergleichen mit anderen und kann sehen, dass von 10 betrachteten Talenten 4 vielleicht eine hohe, starke Ausprägung in diesem oberen Bereich haben. Das ist aber noch nicht alles. Wichtig ist bei Talenten ja vor allen Dingen zu sehen, nicht nur, wo die Stärken aktuell liegen in der gefragten Position, sondern wo die Stärken innerhalb einer zukünftig gefragten Position stehen. Und diese Talente und diese Auswertung, die befinden sich hier links, nämlich als ungenutzte Potenziale. Ich kann sozusagen sehen, wie mein Talent derzeit zwar in einer aktuellen Jobaufgabe sehr gut sich behauptet, letztendlich wir aber theoretisch Potenziale nicht nutzen, obwohl sie zu ihren Stärken zählt. Und das ist hier, finde ich, ein sehr starkes Modell, das schon allein, Sie können dann nachher mit der Maus rübergehen, direkt sich reinklinken, auch sehen, was das im Detail bedeutet. Das ist tatsächlich das Potenzial, was Sie aktuell nicht nutzen und gegebenenfalls für eine andere Jobrolle nutzen könnten. Und genau das habe ich mitgebracht. Wenn ich das schon sehe, frage ich mich als Führungskraft, wenn dieses Talent in der jetzigen Position so ein starkes Grit hat, so einen starken Jobfit hat, wie würde dieses Talent im Vergleich für einen neuen Job funktionieren? Und das brauche ich wirklich nur den neuen Job auswählen, so wie ich das hier visuell mitgebracht habe. Habe dann sozusagen auch verschiedene Ausprägungen, könnte es vielleicht sogar noch mit einem Bereich vergleichen. Und zack, Sie sehen es hier an den orangenen und an den grauen Balken, kann ich im Detail sehen, wie sich dieses Talent jetzt schon, ohne eine Entwicklungsmaßnahme gestartet zu haben, in dieser neuen Jobrolle behaupten würde.
Und das ist etwas, was sozusagen auf Talentbasis, wir erinnern uns, wir müssen innerhalb einer Organisation Talente entdecken, die so schon gut sind. Aber was ist mit Talenten, die vielleicht in neuen Positionen auch gut wären, beziehungsweise sogar ihre Anlagen besonders befähigen können? Und das können Sie dadurch entdecken. Und zwar ziemlich genau, sowohl als Führungskraft. Und ich möchte an der Stelle sagen, datenschutzkonform technisch, diese Informationen liegen jedem Mitarbeiter vor. Das heißt, er ist ein Stück weit stolz drauf und kann sozusagen als Mitarbeiter das direkt auch mitnehmen ins Mitarbeitergespräch, um eine persönlich gesteuerte Weiterentwicklung anzuregen. Denn das ist das, was ja auch Herr Molina anfangs gesagt hat in den neuen Studien, dass wir selbstgesteuert das Thema Kompetenzmanagement sicherlich in der Zukunft erwarten dürfen. Also haben wir das zweite Können hiermit geklärt. Ich habe hier nochmal einen Detailanblick mitgebracht, dass Sie sehen, was heißt es dann jetzt in den einzelnen Methodiken. Da gibt es viele Attribute und ich kann das tatsächlich sofort sehen, wie ich zum Beispiel in einem bestimmten Jobattribut besonders gut bin als Talent, beziehungsweise überdurchschnittlich gut bin. Ich kann das vergleichen von einer Bereichsvariation oder auch von einer speziellen Branche. Ich könnte hier hinter auch München oder Hamburg legen. Das heißt, die Vergleichsprofile, die entwickeln Sie, sodass Sie dann sehen, wie wäre dieses Talent jetzt im Verhältnis zu einem anderen Talent im Bereich Einkauf. Und dann können Sie dieses Ergebnis sehen. Sie können sich aber da auch andere Bereiche sofort per Klick und Drop nutzbar machen. Komme ich zu dem dritten systemischen Ansatz. Wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben darüber gesprochen, dass wir das beide können, auf der Persönlichkeitsebene oder auf der Fachebene, nämlich auf der Kompetenzebene analysieren können. Jetzt ist das nur so gut, wie das Talent es auch will, denn wir haben tatsächlich Blockaden in dem Talentmanagement, wenn wir nicht berücksichtigen, dass ein Talent es zwar kann, aber gar nicht möchte. Das heißt, seine Motive ganz woanders liegen. Also ist es sehr wichtig, auch ebenfalls über einen Fragebogen auf der gleichen Systematik, die wir gerade gesehen haben fürs Jobfit, auch ein Casual Fit zu erstellen. Bedeutet, welche besonderen Motive hat denn dieses Talent? Und wie ich es gerade auch beim Jobfit gezeigt habe, die Methodik ist die gleiche. Ich kann mir in Details die einfachen Bereiche anschauen. Das heißt, mein Talent hat zwar die Fähigkeit, die Kompetenz und sogar die Persönlichkeit, ist aber nicht motiviert, aus bestimmten Attributen für diese neue Jobrolle in Frage zu kommen. Und somit kann ich mir ein Talentmanagement sparen, wo das Motiv im Grunde genommen nicht einhergeht. Oder umgekehrt, ich erkenne viel schneller, was das Talent auch an Motiven hat, denn nicht immer ist es Geld. Es ist oft auch mal der Status oder auch die Risikobereitschaft. Und das kann ich hier tatsächlich zum Beispiel sehen. Auch hier der dritte Punkt. Können auf der Persönlichkeitsebene, können auf der Softskill-Ebene und die Motive auf der Cultural-Fit-Ebene. Unsere Kunden geben uns eigentlich einen, wir haben das ja im Vorfeld im Setup dabei, ein Cultural Fit nach ihren Vorstellungen. Und dann sind wir immer sehr gespannt, was nach der Erstanalyse rauskommt, nämlich bei den Motiven, und entdecken sehr oft, dass Mitarbeiter teilweise gar nicht so viel Wert auf Sachen legen, die beispielsweise das Unternehmen vermutet hat. Und das sind dann auch nochmal Erkenntnisse für Sie, wie Sie dagegen steuern können. Ja. Und wir sprachen eingangs davon, können, wollen, dürfen. Dürfen bezieht sich auf den Orga-Fit und Sie merken schon, die Systematik ist die gleiche, dass wir anhand eines Fragebogens tatsächlich auch Informationen von dem Talent erhalten, in welchem Umfeld sich das Talent optimal entfalten kann. Weil stellen Sie sich Folgendes vor, Sie haben ein Talent, was sehr viel kann, was auch was will, aber es nicht darf. Wie oft erleben wir das sogar im eigenen Umfeld, dass man vielleicht einen Menschen in eine andere Abteilung entwickeln möchte, aber eine Führungskraft es verhindert, weil es gar nicht darf. Und genau das sind die Widerstände, die auch für jeden ganz wichtig sind, sofort zu erkennen. Es geht ja um Transparenz, um Agilität. Und ein Talent braucht vielleicht ein besseres Klima in der Kooperation, als es vielleicht im Vergleich jemand anderes in der gleichen Position braucht. Also auch wieder mit Vergleichsmöglichkeiten, nicht nur auf sich selbst zu sehen, sondern auch auf andere Bereiche.
Und Sie kennen dasselbe auch, OrgaFit, dazu zählt beispielsweise auch natürlich Führungsqualitäten, dazu steht Arbeitsplatzbedingungen, sind ganz allgemeine Sachen, die ich als Unternehmer unbedingt berücksichtigen muss, damit ich das Können, das Wollen tatsächlich auch mit meinem Dürfen, nämlich mit der Organisationsfähigkeit unterstützen kann. Und erst dann ist das Talentmanagement auch rund. So, wir kommen fast zum Ende, denn hier ist jetzt ein Match, den Sie dann nachher in der Datenbank sehen können. Und wir haben hier mal beispielhaft natürlich ein paar Testdaten mitgebracht. So würden Sie theoretisch oder auch die Führungskräfte Ihre Talente sehr schnell in so einem Art Match identifizieren. Weil Sie haben das, was Sie jetzt im Einzelnen gesehen haben, natürlich kumuliert in der Datenbank auch zur Verfügung. Und wenn Sie möchten, können Sie hier über den Matching-Index sehr schnell feststellen, welcher der Talente ist sozusagen hoch ausgeprägt oder weniger ausgeprägt. Sie können aber auch individuell vorgehen, indem Sie sagen, in der Rolle eines Vertriebsinnendienstlers, gib sie mir alle, möchte ich die Eigenschafts-, also das heißt die Persönlichkeiten als erstes betrachten und filtern das erstmal nach dem ersten Können oder nach dem zweiten Können oder nach dem Wollen, das heißt nach dem Kulturfit. Also Sie sehen, Sie können nachher mit diesen Daten tatsächlich auch so jonglieren, dass Sie sehr schnell zugreifen können, wer von meinen Talenten ist für welche Jobrolle, mit welchem Können, mit welchem Wollen und mit welchem Dürfen der beste Kandidat. So, das war's auch schon. So identifizieren wir mit Think Simple auf systematischer Ebene die Talente. Und bevor Karl die Takeaways nochmal darstellt, würde ich gerne noch auf einen kleinen Zusatztipp kommen. Es ist doch so, dass wir, wenn wir Talente identifiziert haben, sie sogar fördern oder fordern oder weiterentwickeln, wir dann tatsächlich auch ein bisschen das Talent aus den Augen verlieren, weil wir ja der Meinung sind, jetzt läuft's. Ich finde, dass es dafür auch für uns noch Barometer geben sollte oder Indizes oder irgendwelche Möglichkeiten, dass ich etwas im Auge behalte. Und ich glaube, eins der wichtigsten Sachen ist eine Über- oder Unterforderung von Talenten. Nun habe ich sie schon identifiziert, nun möchte ich in einem 9- oder 12-Monats-Programm sie weiterentwickeln und kann tatsächlich mithilfe eines Leichtigkeitsindex, den wir durch die Daten tatsächlich ermitteln können, theoretisch auch feststellen, ob ein Talent über- oder unterfordert wurde. Und das ist im Grunde genommen eine Verhinderung, dass dieses Talent mich frühzeitig verlässt, also auch eine gewisse Fluktuation sozusagen als Warnsignal, damit ich als Führungskraft da schneller auch in dieses Thema wieder einsteigen kann. Ich habe hier mal so ein Ansichtsbeispiel weitgebracht. Auch hier gibt es verschiedene, also ein Emotionsindex ist eine Mischung aus dem, was wir gesehen haben, Jobfit, Cultural Fit und OrgaFit. Das heißt also eine Mischung aus den Daten, die wir tatsächlich mit den jeweiligen Kandidaten und Mitarbeitern entwickelt haben. Es ist auch sogar zeitlich für uns möglich, verschiedene Etappen zu sehen, wie ist sozusagen der Leichtigkeitsindex letzte Woche gewesen, wie ist der Leichtigkeitsindex diese Woche. Und ich sehe hier anhand Grün, Gelb und Rot, inwieweit sozusagen meine Talente gerade über- oder unterfordert sind. In dem Falle wäre es sogar eine leichte Entspannung für mich, sodass ich im Verhältnis zu einem Vergleichswert anderer Datenbanken, also das heißt Vergleichswerte von anderen Abteilungen kann ich noch dazulegen, immer etwas im Auge habe, wo ich sage, wenn ich schon Talente habe, dann sollte ich als Führungskraft immer darauf Acht geben, was mit den Talenten tatsächlich passiert, beziehungsweise wo man als erstes auch reinhorchen sollte. Ja, und wir sind damit eigentlich angekommen, alles gezeigt zu haben. Und insofern, Karl, falls es jetzt Fragen gibt, ist ein guter Zeitpunkt. Sonst kommen wir schon zu den Takeaways. Dann würde ich gerne die Takeaways präsentieren, was wir heute mitgenommen haben. So, Folie. Okay, perfekt. Ja, die Idee ist folgendes, transparent. Bei einer Entscheidung, und wir sind alle getroffen jetzt, sei es mal Corona hin und her, wie kommen die Entscheidungen zustande? Und überlegen Sie sich mal, Sie sind Talent und Sie sind nicht gewählt worden für einen Posten. Sie hatten sich da gute Chancen ausgerechnet und dann sagen Sie, okay, wie transparent kann ich die Entscheidung nachvollziehen? Weil nur dann
Bin ich damit einverstanden oder teilweise einverstanden? Wenn ich praktisch nicht weiß, wie das zustande gekommen ist, dann sind Verschwörungstheorien, wie es schön heißt, nicht weit entfernt. Ein anderer Punkt ist das Thema datenbasiert. Kunden sagen uns, wenn wir eine Entscheidung treffen, dann ist, hatte ich vorhin erwähnt, subjektiv. Wenn ich aber eine Basis habe, wo ich sage, okay, liebes Mädchen oder liebe Frau, lieber Herr und so weiter, schau mal, die Entscheidung ist datenbasiert. Ja, es gibt Werte, die das untermauern. Dann steht die Personalabteilung, da steht die Führungskraft nicht allein da. Und dann kann zu einer gewissen Objektivität greifen. Ja, wir haben ja gesagt vorhin, subjektive Entscheidung selber und dann objektive Entscheidung. Das ist ein Punkt, dass dann ist es ein Punkt für auch für die Jobauswahl. Katrin hat es schon erwähnt, das heißt, wenn ich praktisch selber ja wechseln will zu einer anderen Abteilung, und das machen auch Kunden bei uns, sagen, okay, gehen wir in die Personalabteilung, reden wir drüber. Ich habe es mir das angeguckt, wie wäre es, wenn? Ja, es fällt mir das und das, trauen Sie mir das zu, dass ich da mich entwickeln kann. Und das ist letztendlich die Voraussetzung für die Förderung. Nächster Punkt wieder. Gut, das hat auch Katrin erwähnt, dass wir praktisch oder unsere Kunden das sowohl für Recruiting als auch Talentmanagement. Sie kennen ja den berühmten Satz, ich hatte es mir anders vorgestellt. Das heißt, jemand kommt in ein Unternehmen rein und dann heißt es nach einer kurzen Zeit, 3 Monaten, spätestens 6 Monaten, sagt der oder die, ich hatte es mir anders vorgestellt. Eine andere Kultur, ein anderes Ambiente, ein anderes dies, ein anderes jenes. Und das wollen wir vermeiden. Weil am Ende ist Demotivation ist eigentlich innere Kündigung oder sogar tatsächliche Kündigung. Nächster Punkt bitte. Und dann ist letztendlich, was wir damit machen, ist teilweise an Offline-Assessment-Center ersetzen. Und worum es uns hier geht, ist letztendlich um Zeit und Kosten sparen. Die Tests, die sollte man nicht an einem Tag machen, aber ich sage es mal, innerhalb einer Woche maximal sind alle Talente durch. Das heißt, ich habe praktisch einen schnelleren Rücklauf und die Kosten sind überschaubar, wenn ich das vergleiche mit einem Assessment Center. Okay, nächste Folie wieder. Gut, und das haben wir vorhin erwähnt. Wenn Sie Interesse haben, das näher kennenzulernen, auszuprobieren, dann buchen Sie einen Demo-Termin und dann zeigen wir Ihnen, wie das so funktioniert, damit Sie hier reinkommen können. Und da ist die Frage, machen Sie nur für sich zunächst einmal oder machen Sie es für das Unternehmen? Und dann können wir praktisch Ihnen 2 verschiedene Zugänge geben, einmal für sich oder einmal für das Unternehmen, damit Sie das System kennenlernen können. Weiter? Ja, was kann das System noch? Wir arbeiten mit diversen Kollegen, Profis im Bereich der Ergänzung unserer Software. Wir haben vorhin die Katrin hauptsächlich das Thema Personaldiagnostik vorgestellt, dieser systemische Ansatz. Und auch haben wir das Thema individualisierte Entwicklung. Wir haben heute auch Ansätze dazu, deswegen auch das Bild und so weiter. Aber was wir ergänzen werden, ist das Thema Lerndiagnostik. Genauso wie die Personaldiagnostik jeder von uns anders ist, wir lernen jeder einzelne von uns anders. Ob es von den Kompetenzen, von Lerntyp, von den Lernpräferenzen und so weiter, von Social Learning oder ist mehr aktiv, interaktiv, mehr hören, mehr lesen, mehr schauen und so weiter und so fort. Und deswegen haben wir praktisch ein Prototyp schon entwickelt und da sind wir dabei, das weiter auszurollen, dass wir das umsetzen können. Wir haben einen Workshop geplant für Dezember, wo wir das Thema von heute ausrollen werden, erweitern werden, damit wir das Gefühl haben, okay, ich habe es verstanden, das gefällt mir, das will ich vertiefen. Es ist kostenpflichtig, weil wir meinen, dass das einen deutlichen Mehrwert generiert als 1,5 Stunden. Das ist ein kleiner Beitrag und da freuen wir uns, wenn wir Sie unterstützen könnten, damit Sie das lernen können, damit Sie praktisch auch live erleben können, wie das so konkret funktioniert.
Gut, damit kommen wir zur letzten Folie. Hier ist der Link für den Demo-Termin. Und das sind die E-Mail-Adressen sowohl von Katrin als auch von mir. Und ja, Katrin, ich übergebe an dich als Moderatorin für die Verabschiedung. Bleiben Sie bitte gesund und erholen Sie sich schön. Und vielleicht sehen wir uns im Dezember zum Workshop. Dankeschön. Bis dann.